Während die meisten von uns wahrscheinlich ganz fleißig im Bett gelegen und geschlafen haben, hat die australische Fluggesellschaft Qantas in der vergangenen Nacht mal eben den nächsten Project Sunrise Testflug absolviert. Und zwar nicht irgendeinen, sondern die Prestige-Ultra-Langstrecke schlechthin. Und zwar die Strecke von London nach Sydney. Das ganze Thema Ultralangstrecke, vor allem jetzt gerade bei Qantas, haben wir in den vergangenen Videos immer mal wieder thematisiert. Das müssen wir jetzt nicht alles neu aufrollen, keine Sorge. Aber all das, was ihr an kleinen interessanten Infos zu dem aktuellsten Project Sunrise Flug braucht, das kriegt ihr jetzt in einem kurzen Video. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Im Jahr 1989, also jetzt vor ziemlich genau 30 Jahren, schaffte es ein Passagierflugzeug nonstop die Paradebeispiel-Ultralangstrecke schlechthin zu fliegen, und zwar die Verbindung von London nach Sydney mit über 17.000 Kilometern. Das war, wie gesagt, vor 30 Jahren, ist also schon eine ganze Weile her. Und das Flugzeug, das man damals für diese Verbindung benutzte, das war eine Boeing 747-400 der australischen Fluggesellschaft Qantas. Um genau zu sein, sogar die erste für Qantas damals bestimmte Boeing 747-400. Das Flugzeug flog direkt aus dem Werk heraus, direkt als brandneue Maschine vom Boeing-Werk in Everett nach London und ja, wurde dann eben vorbereitet für diese ganz besondere Ultralangstrecke von London nach Sydney. Ist bis heute tatsächlich der längste Nonstop-Auslieferungsflug einer kommerziellen Maschine. Und die Boeing 747-400 legte auf dieser Strecke dann etwas mehr als 18.000 Kilometer zurück aufgrund von Wetter, aufgrund von Anflug, Abflug und brauchte dafür 20 Stunden und 9 Minuten. An Bord befanden sich natürlich keine Passagiere, es war keine signifikante Fracht an Bord und auch so Equipment wie Trolleys in der Galley oder sowas, das hatte man alles vorher rausgenommen. Ansonsten war die Maschine eine ganz normale neue 747-400 und nicht weiter modifiziert. Allerdings gab es vom, ja, Treibstofflieferanten Shell einen besonders dichten Treibstoff, besonders dichtes, energiereiches Kerosin, wenn man das so sagen kann. Das war ganz einfach einer von mehreren Tricks, um die Reichweite des Passagierflugzeuges nochmal ein bisschen weiter auszureizen, um da nochmal eine etwas größere Sicherheitsmargin zu haben für diesen besonderen Flug. Ein weiterer Trick war, dass man die Boeing 747-400 mit ausgeschalteten Triebwerken an diesem Tag bis vorne zur Startbahn in London schleppte. Erst dort wurden die Triebwerke angelassen, die Maschine rollte einfach nur auf die Startbahn und hob direkt ab. So hat man sich den Treibstoff, den man eigentlich zum Rollen benötigt, und das ist bei einer 747-400 gerade in London gerne mal einige hundert Kilo, das hat man sich einfach für den Flug aufgehoben. Also ein wirklich beachtliches Ereignis, das man tatsächlich in den vergangenen 30 Jahren nicht ein einziges Mal wiederholt hat. In den letzten 30 Jahren ist nicht ein einziges kommerzielles Flugzeug nonstop von London nach Sydney geflogen. Bis gestern. Im Rahmen des sogenannten Project Sunrise, ich habe es jetzt in den letzten 2 Minuten schon mehrfach gesagt, testet Qantas zum aktuellen Zeitpunkt die kommerzielle Machbarkeit von Nonstop-Flügen auf der sogenannten Känguru-Route, also auf Routen zwischen dem australischen und dem europäischen Kontinent. Die Känguru-Route heißt nicht zuletzt deswegen Känguru-Route, weil man tatsächlich bis heute Minimum einen Zwischenstopp benötigt, um sinnvoll Passagierflugzeuge von einem Kontinent zum nächsten zu schicken, nonstop. Sinnvoll bedeutet in diesem Fall mit einer ganzen Menge Passagieren und auch mit Fracht an Bord. Mit leeren Flugzeugen funktioniert es schon seit Jahrzehnten, aber das macht kommerziell ja gar keinen Sinn. Im letzten Jahr begann Qantas dann als bis jetzt einzige Fluggesellschaft mit Nonstop-Linienflügen auf dieser Känguru-Route mit ihrer Boeing 787-9 und bietet seit letztem Jahr nonstop die Verbindung von Perth nach London an. Also von der australischen Westküste nach Europa. Weitere längere Verbindungen zur australischen Ostküste sollen jetzt folgen, sollen weiter im Rahmen des Project Sunrise getestet werden und dann ab spätestens 2022 auch wirklich ganz normal für Passagiere verfügbar sein. Bereits Ende Oktober, also gerade mal vor ein paar Wochen, machte Qantas mit einem 19 Stunden und 16 Minuten dauernden Flug auf sich aufmerksam. Auch das wurde mit einer Boeing 787-9 durchgeführt und es ging da von Newark, also von New York aus, nach Sydney. An Bord befanden sich nur etwa 50 Personen und selbstverständlich war wieder keine Fracht oder sowas beladen. Das war kein kommerzieller Flug, sondern es war ein Testflug, ein Erprobungsflug. Und hier hat man vor allem ein Auge auf gesundheitliche Aspekte. Man testet auf diesen Flügen, inwiefern verschiedenes Essen, verschiedene Getränke, das alles zu verschiedenen Uhrzeiten unter verschiedenen Lichtsituationen oder auch leichter Sport in Form von Gymnastik, wie das alles schon in einigen Monaten Passagiere auf solch langen Nonstop-Flügen fit halten könnte.
Dazu wurden immer wieder die Gehirnströme der Besatzung gemessen, um auch hier für bald folgende entsprechende Linienflüge eine zumutbare, aber auch rechtlich passende Basis zu schaffen. Und der nächste Testflug nach dieser Newark-Sydney-Geschichte fand jetzt also gestern statt. Das alles wieder mit einer Boeing 787-9. Und so ist man tatsächlich also gestern nach 30 Jahren endlich mal wieder nonstop mit einem Passagierflugzeug mit einer kommerziellen zivilen Maschine von London nach Sydney geflogen. Das alles ein bisschen normaler als vor 30 Jahren, mit normalem Treibstoff, mit einer mehr oder weniger normalen Abfertigung, aber auch hier mit nur knapp 50 Leuten an Bord und natürlich mit keiner nennenswerten Fracht. Ganz einfach, um die Reichweite der Boeing 787-9 für diese Erprobungsflüge zu erhöhen. Mit einem Abfluggewicht von ungefähr 232 Tonnen, was in etwa 20 Tonnen unter dem maximalen Abfluggewicht der Boeing 787-9 liegt und mit etwa 100 Tonnen Kerosin in den Tanks des Flugzeuges, was fast voll bedeutet, ging es dann gestern gegen 7 Uhr deutscher Zeit in London los. Eine halbe Stunde nach dem Start konnten die Insassen des Flugzeuges dann auf der rechten Seite der Maschine einen von zwei Sonnenaufgängen auf dieser Reise beobachten und nach 9,5 Stunden Flug war man, es war mittlerweile wieder dunkel, war man über China unterwegs und hatte die Hälfte des Fluges geschafft. Kurz vor der Küste Australiens gegen 22 Uhr deutscher Zeit konnten die Insassen dann den zweiten Sonnenaufgang auf dieser Reise beobachten, dann aber auf der linken Seite des Flugzeuges. Und jetzt waren es ja auch nur noch weitere 4 Stunden zu fliegen und dann war man nach 19 Stunden und 19 Minuten Flugzeit auch schon in Sydney. Damit war man knapp 2 Stunden schneller unterwegs auf dieser Verbindung, als das heute mit einem Zwischenstopp in Singapur auf ganz normalen Qantas-Linienflügen funktioniert. Ob es das wert ist, sollen jetzt mal andere Leute bewerten. Auf jeden Fall war die Boeing 787-9 nach 19 Stunden und 19 Minuten Flugzeit bei der Landung in Sydney dann nur noch etwa 139 Tonnen schwer und damit gut 93 Tonnen leichter als 19 Stunden vorher beim Start in London. Möglich werden soll diese Non-Stop-Verbindung als ganz normaler, für Passagiere zugänglicher Linienflug dann, wie gesagt, spätestens im Jahr 2022 mit einem Airbus A350-1000 in der Ultra-Long-Range-Variante, die auch noch gebaut werden muss, oder mit einer Boeing 777-8. Auch dieses Flugzeug könnte das schaffen. Allerdings existiert dieser Flugzeugtyp noch nicht und eine pünktliche Auslieferung bis 2022 wird immer unwahrscheinlicher. Aber der Qantas-Chef hat schon angedeutet, dass er eventuell doch etwas mehr auf der Boeing-Seite steht und zum aktuellen Zeitpunkt schon ein paar interessante Gespräche im Hintergrund laufen, die dann eventuell einen interessanten Deal mitbringen könnten. Eventuell gibt es dann für Qantas vielleicht irgendeine Boeing 787-9, die nochmal entsprechend modifiziert wurde und Boeing schiebt dann sehr günstig die 777-8 nach, wenn das Ding dann fertig ist. Da wird dann irgend so ein Deal zusammengeschnürt, von dem wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Für Qantas ist natürlich eine sehr schöne Position, weil jetzt betteln sich die beiden Flugzeughersteller um diesen prestigeträchtigen, aber höchstwahrscheinlich gar nicht so richtig großen Auftrag. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber alles noch nicht, bleibt aber sehr spannend, das zu beobachten. Was wir aber wissen, ist, dass Qantas scheinbar richtig gut auf Kurs ist beim Thema Ultralangstrecke und dass da definitiv noch eine ganze Menge kommen wird. In diesem Sinne, bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.